Richtungen. Der Ganzen. Der Geschmacker Kompott. Der Kompott ist Geschmack. Der Kompott ist ein Geschmacker. Der Geschmacker Kompott. Der Kompott ist Geschmack. Der Kompott ist ein Geschmacker. Die alte Balleboste. Die Balleboste ist alt. Die Balleboste ist ein alte. Der kleiner Restaurant. Der Restaurant ist klein. Der Restaurant ist a kleiner. Die Taiere Sude. Die Sude ist Taier. Die Sude ist a Taiere. Der Stiller Balleboss. Der Balleboss ist still. Der Balleboss ist ein Stiller. Das fromme Kind. Das Kind ist fromm. Das Kind ist ein frommes. Der süßer Kuchen. Der Kuchen ist süß. Der Kuchen ist a süßer. Der strenger Tate. Der Tate ist streng. Der Tate ist a strenger. Der Ganzen. Die Geschmacke Kompotten. Die Kompotten seinen Geschmack. Die Kompotten seinen Geschmacke. Die Geschmacke Kompotten. Die Kompotten seinen Geschmack. Die Kompotten seinen Geschmacke. Die alte Balebostes. Die Balebostes seinen alt. Die Balebostes seinen alte. Die kleine Restauranten. Die Restauranten seinen klein. Die Restauranten seinen kleine. Die Taiere Sudes. Die Sudes seinen Taier. Die Sudes seinen Taiere. Die fromme Kinder. Die Kinder seinen fromm. Die Kinder seinen fromme. Entfern. Mendel. Mit wem lernt in Heider? Lernt mit Mendeln. Mendel, mit wem lernt in Heider? Lernt mit Mendeln.
Sorry. Auf wemen wartst du auf der Gas? Ich wart auf Soren. Moishe, bei wemen arbeit er? Er arbeit bei Moishen. Josu, mit wemen esst Mendo? Er esst mit Joslen. Esther, wemen helfen mir heint im Geschäft? Mir helfen Estern. Miro, mit wemen wohnen Sie in der Neuer Heim? Sie wohnen mit Mirlen. Gigan, wemen hörst du in Radio? Ich hör Giganen. Grinbäum, mit wemen schmuest Fischmann? Schmuest mit Grinbäumen. Iberchasern, a fleischige Sude. Frau Weinberg hat heint Gäst, kocht sie a fleischige Sude. Joich mit Kasche, Klops mit Fartel, Zimes, und süßen Äppelkompott. A milchige Sude. Heint kocht die Bobbe a heimische milchige Sude. Loxen mit Käse, Borscht und Käsekuchen. A Parve Sude. Herr Friedmann kennt a guten Restaurant. Dorten esst man nur Parve. Bestellt gefüllte Fisch, Zimes, frische Fruchten. Und trinkt a Glas Tee. Entfernen. Lehen a Buch. Ich weiß nicht, was zu lehnen. Lehen a Buch. Ich weiß nicht, was zu lehnen. Geh lernen. Ich weiß nicht, was zu lernen. Schreib zu der Boben. Ich weiß nicht, was zu schreiben. Es etwas. Ich weiß nicht, was zu essen. Red zum Kind. Ich weiß nicht, was zu reden. Koch für die Gäste. Ich weiß nicht, was zu kochen. Tu etwas.
Ich weiß nicht, was zu tun. Der Ganzen. Ich weiß, was zu lehnen. Und ihr? Abade wissen mir, was zu lehnen. Ich weiß, was zu lehnen. Und ihr? Abade wissen mir, was zu lehnen. Er weiß, was zu schreiben. Und du? Avade weiß ich, was zu schreiben. Sie weiß, was zu kochen. Und er? Avade weiß er, was zu kochen. Wir wissen, was zu lernen. Und sie? Avade wissen sie, was zu lernen. Ihr wisst, was zu kaufen. Und sie? Avade weiß sie, was zu kaufen. Alle wissen, was zu essen. Und ich? Avade weißt du, was zu essen. Der Ganzen. Jossel und Mendel gehen im Restaurant. Jossel geht mit Mendeln im Restaurant. Jossel und Mendel gehen im Restaurant. Jossel geht mit Mendeln im Restaurant. Ich und Mirl lernen in Bibliothek. Ich lern mit Mirlen in Bibliothek. Friedman und Fischmann davnen Minche. Friedman davnt Minche mit Fischmannen. Du und Schleume essen in der Heim. Du esst mit Schleumen in der Heim. Er und Sore besuchen die weite Länder. Er besucht mit Soren die weite Länder. Der Ganzen. Mit dem alten Vetter. Miro geht essen in koscheren Restaurant. Mit dem alten Vetter. Mit dem alten Vetter. Miro geht essen in koscheren Restaurant. Mit dem alten Vetter. Auf dem Plätzl. Der Restaurant ist... Aufn Plätzl. Bei dem Ballebos. Sie bestellen euch mit Mandeln. Beim Ballebos. Von dem Taten. Mirl lehnt dem Vetter ein Lied. Von dem Taten. Mit dem Kuchen. Sie trinken ein Glas Tee. Mit dem Kuchen. In dem Restaurant. Es ist sehr heimisch. In einem Restaurant. Noch dem Schmues. Sie gehen spazieren. Noch ein Schmues. Überhasern. Ich
will etwas essen. Ess dem süßen Zimes. Ich will etwas trinken. Trink a glas Tee. Ich will etwas versuchen. Versuch die Joich mit Lokschen. Ich will etwas kaufen beim Bäcker. Kauf Mandeln für der Joich. Ich will etwas kochen für die Gäste. Koch gefüllte Fisch. Sprichwort. Wer es will essen, tor in Arbeit nicht vergessen.